Seide. Stoffolie. Kleine Blutschlange. Herrscher des Krieges. Ordentlich, ordentlich. Folie, Einpackpapier. Folie einpacken. Und dann diese Bläschen etwas Wasser schicken. Und dann machen komplett Gold darum. Gold, Gold, Gold. Und schießen das Wasser mit härter Qualität total warm machen. Total warm machen. Energie. Dem Arbeiter wird warm. Er fängt an zu schwitzen. Und das kommt rein wieder in die Soße. Unten rein in die Soße. Und dann geht das ganze verseuchte Wasser durch die Pisse und durch die Scheiße vom Arbeiter, wird wieder sowas wie ordentlich und nicht scheiße. Und nicht scheiße. Das heißt, das ganze scheiß Wasser, was die blöde Firma Deutschland reingekippt hat, wird gesäubert durch Scheiße und Pisse. Durch Scheiße und Pisse. Kein Klopapier, sondern nur der Waschlappen macht die Scheiße sauber, das Arschloch. Und man lässt es laufen. Scheiße und die Pisse voll in das Meer. Und Millionen fleißige Arbeiter, Goldfolie, gekühlt, Scheiße und Pisse in das Meer. Fleißige kleine Japaner. Nämlich, sie machen dicht ihre Nase ordentlich. Sie nehmen Steinwolle mit Gold in die Nase und ziehen nur noch durch die Nase. Powernahrung von ACDC zum Quadrat Innovation Worldwide. Ich kriege die Powernahrung von ACDC Innovation Worldwide. Und er steigt als erster ins Containment und wir räumen auf die Kammer. Die Kammer. Und dann machen wir Folgendes. Wir machen einen dicken Sack. Und zwar ordentlich. Kunststofffolie und zwar ordentlich. Und zwar zwei Komponente Glasfibermatte. Ringsherum um den Reaktor. Ringsherum in das Abkühlbecken. Voll den Lehm rein. Voll den Lehm rein in den Sack. Lehm, 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 Lehm. Dicke Tüte Lehm, voll da rein. Voll da rein. Der Lehm wird hart. Der Lehm wird hart. Er wird Keramik. Er wird Keramik. Keramik hält, ohne zu platzen. Drumherum. In diesem Sarg. Keramik. Hey. Dann ein wenig Sand. Ein wenig Kiesel. Dicke Erde, dicke Erde. Oben kommt der Rauch, ganz schnell der Sprenger und ab auf die Erde, ab auf die Erde. Und Fukushima werde, dann bauen wir einen Stein so hoch wie das Haus und bauen richtig ordentlich Stein auf Stein auf Stein. Dann schütten wir ganz viel Sand und Erde hinein. Und oben drauf ein paar Toyotas. Sprich, man hat eine gute Reklame. Okay. Ein bisschen Goldfolie. Zwei Komponente Glasfibermatte. Legen wir aus komplett übers Land. Die Häuser schreddern wir und die Autos kommen auf den Müll und werden ordentlich eingeschmolzen. Wir Gold haben ohne Ende. Damit wir Chrom haben ohne Ende, damit wir FE haben ohne Ende, das brauchen wir für ganz was anderes. Nämlich für das Raumschiff der Zukunft und nicht für Schrottplätze ohne Ende. Alle Schrottplätze einschmelzen, alle Batterien vernünftig und ohne Ende die Säuren zuckern mit dem Kunstkantlersaft. Thank you.
Mann kriegt das, was er braucht. Es regnet ohne Ende. Schönen Regenwald. Das Land ist Mexiko, oho. Mexiko, oho. Regen zu trinken ordentlich. Und rappeln sich nicht in den Goldgruben zu Tode. Nein, kein Goldgruben zu Tode. Denn Kunstkanzler macht Lebensverlängerung und kein Ende mit 5, sondern in 100 Millionen Jahren leben wir immer noch. Sind wir da, wo wir hinwollen, nämlich auf den Mars. Und ab zur nächsten Sonne. Denn die Erde ist bald Mülltonne. Okay?